Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Firma Underground Racing. Wir haben hier wieder unseren blauen Skyline, mit dem wir letztens auch im Prüfstand waren. Und wie angekündigt, jetzt los mit dem Umbau auf das Linkssteuergerät. Das Originalsteuergerät, was hier an der Seite sitzt, das haben wir jetzt schon mal freigelegt. Und hier befindet sich aktuell noch das Apexi Power FC drin. Und ein Problem, was wir jetzt hier bei diesem Umbau haben, ist, dass wir natürlich jetzt kein Originalgehäuse haben, so wie wir es eigentlich bei der Link normalerweise brauchen. Aber dafür zeigen wir euch auch gleich die entsprechende Lösung. Ja, jetzt haben wir unser Steuergerät hier ausgebaut, beziehungsweise das Steuergerät, was in dem Fahrzeug montiert war. Einmal, wie gerade gezeigt, hier dieses Apexi Power FC. Normalerweise sieht ein Originalsteuergerätgehäuse so aus. Da ist dann hier so eine alte Platine drin, 30 Jahre alte Technik, wollen wir nicht mehr haben, ist ganz klar. Hier soll jetzt die Linkplatine rein, aber wenn wir jetzt natürlich schon ein Power FC drin haben, dann macht es Sinn, das tatsächlich so beizubehalten. Ich weiß gar nicht, ob das Gehäuse hier passen würde, aber selbst wenn, wäre schade drum, weil so kann man das noch gut verkaufen. Also brauchen wir ein neues Gehäuse. Jetzt kann man sich natürlich irgendwo ein gebrauchtes Gehäuse besorgen. Oder die Lösung, die wir jetzt gemacht haben, ist einmal in unserem 3D-Drucker hier ein neues Gehäuse gebaut. Und da passt dann die Platine rein. Hier habe ich die jetzt schon mal eingebaut. Da kommt nachher noch ein Deckel drauf. Dann sieht das Ganze so aus. Moment. Ja. Und so kann man das dann hier einbauen. Da sind entsprechend auch schon Öffnungen, die man im Original natürlich auch nicht hat, wo dann hier auch Extension-Harness raus kann, USB-Anschluss für die Programmierung und so weiter. Und da steckt jetzt hier diese wunderbare Platine drin. Ja, das schrauben wir jetzt fest, kommt dann zurück ins Auto. Der Kunde kann sein Apexi Power FC wieder verkaufen und wir machen weiter. Das Steuergerät ist jetzt wieder an seinem Platz und wir kümmern uns noch einmal um die Sensorik im Motorraum. Da haben wir zum einen den originalen Luftmassenmesser rausgeschmissen. Stattdessen befindet sich jetzt hier ein schönes Alurohr, sodass der Turbolader auch richtig Durchfluss hat. Der IAT-Sensor ist hier an das Kabel angeschlossen, das vorher für den MAF-Sensor zuständig war. Das heißt, wir brauchten auch hier keine neue Verkabelung irgendwo den Motorraum verlegen. Gleiches gilt auch für den MAP-Sensor. Der sitzt jetzt hier. Das ist ein 3 Bar Bosch-Sensor. Da der originale Sensor relativ schnell am Ende ist, so bei knapp über 1 Bar, mehr können wir damit nicht messen. Und wir wollen ja hier doch schon etwas Druck fahren, sodass wir den auch ausgetauscht haben. Und ja, die Breitbandsonde war bei dem Fahrzeug schon verbaut. Die haben wir jetzt nur einmal nach vorne gesetzt. Die befindet sich jetzt hier an der Stelle, wo die originale Schmalbandsonde saß. Und ja, das Einzige, was jetzt hier noch zusätzlich verändert wurde, ist das Triggersystem. Der originale Kass ist rausgeflogen. Der hat nämlich so im hohen Drehzahlbereich ab 5.000, 6.000 Umdrehungen hier für enorme Fehlzündungen gesorgt. Stattdessen haben wir jetzt hier unser modernes Triggersystem eingebaut. Und ja, damit ist im Prinzip so ein Linkumbau ziemlich abgeschlossen. Man kann jetzt noch die Klopfsensoren machen und diverse andere Temperatur- und Drucksensoren verbauen. Aber das wäre im Prinzip hier so ein Basis-Setup. Und ja, da werden wir gleich mal schauen, wie das Auto jetzt auf dem Prüfstand läuft. Wir sind wieder zurück bei unserem Dynojet-Partner PPH Motoring und wollen jetzt mal schauen, was der R34 mit dem Link G4X-Steuergerät und einer individuellen Abstimmung auf dem Prüfstand bringt. Wir haben hier heute den Heiko von Tavea Racing, der gleich die Abstimmung machen wird. Und ich würde sagen, es geht los. Jetzt durch. Wir waren jetzt circa 3 Stunden hier auf dem Dyno und haben die Ladedruckregelung, die Klopfregelung, das Zündkennfeld, das Einspritzkennfeld und so weiter angepasst, beziehungsweise der Heiko von Tavea Racing hat das für uns getan und wir schauen uns jetzt einmal hier
das Ergebnis an. Da sehen wir hier einmal die grüne Linie. Das ist unsere Eingangsmessung, die wir hier vor circa 3 Wochen mal gemacht haben, so wie das Fahrzeug bei uns angeliefert wurde mit dem Apexi Power FC. Und die orangefarbene Linie, das ist jetzt hier unser Ergebnis vom heutigen Prüfstandstag. Da sehen wir, dass wir jetzt hier knapp 400 PS haben, 394,8 mit Korrektur und ein Drehmoment von 475 Newtonmeter. Das ist schon ein, denke ich, sehr ordentliches Ergebnis hier für dieses Setup. Wir haben hier einen Kenjutsu Stage 4 Lader. Habe darüber wenig Informationen gefunden tatsächlich. Der Lader wird auch aktuell gar nicht mehr angeboten. Man kann davon ausgehen, dass das auch irgendein China-Klon ist, jetzt mal böse gesagt. Wobei er funktioniert, ne? Und wir haben tatsächlich schon viele Autos mit solchen relativ günstigen Ladern abgestimmt und das Ergebnis passt hier absolut ins Bild. Besonders beeindruckend finde ich den Drehmomentverlauf, wenn man sich das einmal hier vorher anschaut. Da hatten wir hier diesen Peak und dann ging es ja so auf und ab und jetzt haben wir hier wirklich eine ziemlich saubere Linie und wir sehen auch hier die Leistungskurve, die geht also schön konstant nach oben. Also ich denke, das ist jetzt auf jeden Fall ein ganz anderes Auto als vorher und mit dem Ergebnis wird der Kunde voraussichtlich mehr als zufrieden sein. Das, was man hier noch verbessern könnte, das sind so Sachen wie halt ein anderer Turbolader, vielleicht noch ein etwas effektiverer Ladeluftkühler. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Ansaugluftemperaturen hier immer noch recht hoch sind. Da kann man also auf jeden Fall noch einiges optimieren, verbessern. Aber vom Gesamtergebnis her, mit dem Aufwand, den wir hier hatten, der Linkumbau hat jetzt ungefähr so 2 Tage gedauert mit der ganzen Sensorik, so wie wir es euch gerade gezeigt haben. Und dann kommt hier ein entsprechendes Ergebnis raus mit 400 PS und wie gesagt um die 470 bis 500 Newtonmeter. Ja, das war's hier vom Prüfstand. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. I did so, it's good off the pen. Some clarity to find your identity, it's mine.